Herzlich willkommen zu meiner Wohnungstour. Noch stehe ich vor meinem gewohnten Hintergrund, den die regelmäßigen Zuschauer von euch sicher kennen werden. Aber gleich erfahrt ihr, was sich abseits dieses Blickwinkels und generell dieses ganzen Zimmers so in dieser Wohnung befindet. Als wir in diese Wohnung eingezogen sind, hatte ich einen ziemlichen Hyperfokus auf den Einrichtungsstil Japandi und deswegen wollte ich unbedingt eine Wohnungstour drehen, sobald wir diese Wohnung fertig eingerichtet haben. Jetzt wohnen wir hier aber schon über 3 Jahre und ich weiß gar nicht, ob man jemals denkt, dass man seine Wohnung fertig eingerichtet hat. Und da wir diese Wohnung auch demnächst bald schon verlassen werden, dachte ich mir, ist jetzt wohl der richtige Zeitpunkt, um diese Wohnungstour endlich mal zu machen. Oder halt auch einfach der letzte gute Zeitpunkt, um das zu machen. Bevor es mit der Tour richtig losgeht, möchte ich einmal kurz auf unsere Hauptinspiration eingehen. Ich habe eben schon mal kurz das Wort Japandi gedroppt. Das ist ein Einrichtungsstil, den Max und ich beide sehr ansprechend fanden und von dem wir uns halt beim Einrichten dieser Wohnung am meisten haben inspirieren lassen. Japandi war so vor 2 oder 3 Jahren ein ziemlicher Trend, immer wenn es um Inneneinrichtung und Innenarchitektur ging. Das Wort selbst setzt sich zusammen aus Japan und Skandi, Japandi, also japanischer und skandinavischer Innenarchitektur. Stil gemischt. Die beiden Stile legen sehr viel Wert auf Naturelemente wie zum Beispiel Holz, Pflanzen und auch natürliche Lichteinflüsse und eine gewisse Einfachheit und etwas Minimalismus sorgen dann für ein bisschen schlichte Ästhetik obendrauf. Natürlich gibt es Überschneidungen zwischen den Stilen, was dazu führt, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen und es auch ein gewisser Interpretationsspielraum entsteht. Hier kommt jetzt mal mein Versuch, diese 3 Stile etwas voneinander abzugrenzen. Während beim skandinavischen Stil Nützlichkeit und Komfort im Vordergrund stehen, fokussiert sich der japanische Stil auf Einfachheit und Notwendigkeit und Japandi vereint eben genau diese beiden Sachen. Also es ist ein Stil, der sowohl Wert legt auf Nützlichkeit und Komfort, als auch auf Notwendigkeit und Einfachheit. Und ja, ich gebe zu, das klingt irgendwie super schwammig, aber am Ende ist es eben genau das, das Zusammenbringen von Japan und Skandi, Japandi. Herzlich willkommen bei der Wohnungstour. Wie das so ist, startet man natürlich im Flur. Für mich ist der Japandi-Stil immer so ein gewisser Dreiklang von Schwarz und Weiß, beziehungsweise hellen und dunklen Elementen in den Möbeln und auch in der Deko und dazu dann noch Holz- oder Naturelemente. Und hier im Flur haben wir uns vor allen Dingen darauf fokussiert, eben Weiß und Holz in den Möbeln zu haben. Also das sieht man hier relativ viel. Und eben schwarz bzw. dunklen Akzente, zum Beispiel eher durch so kleine Details wie hier diesen Spiegel einzubauen. Und dann haben wir hier noch ein Bild, das halt auch einen schwarzen Rahmen hat oder hier unten noch ein bisschen schwarz eingebaut. Einfach, dass man das dann eben eher über die Akzente macht. Und den gewissen Japan-Flair, der für mich zu Japandi auch dazu gehört, haben wir hier eben zum Beispiel eben durch Sachen wie dieses Furushiki eingebaut oder dieses Tenugui, das werden auch aufmerksame Zuschauer kennen. Das gibt dann so ein bisschen den Japan-Pep nochmal. Hier hatten wir eigentlich auch ein Tokio-Bild erst, also früher mal hängen. Jetzt gerade hängt hier halt das Plakat von Keiko, weil wir das geschenkt bekommen haben. Hier oben haben wir auch noch so ein bisschen Japan-inspirierte Details. Das ist kein Asano-Haar-Muster, das ist angelehnt daran, aber das ja, war für mich nah genug dran, dass es so das kleine I-Tüpfelchen ist, was dann so ein bisschen Japan-Flair mit hier in den Flur hineinbringt. Und was ich einen ganz großen Pluspunkt finde, was dieser Flur von der Wohnung aus an sich hat, was ein großer Japandi-Pluspunkt auch ist, ist einfach super viel natürliches Licht. Also klar, wir haben jetzt hier viel die Türen offen, weil wir möglichst viel Licht haben wollten für dieses Video. Aber auch wenn die Türen zu sind oder generell, hat man hier oben durch diese Fenster, die halt zwischen den Räumen sind und vor allen Dingen hier durch diese riesige Glaswand, also selbst wenn die Tür zu ist hier, durch diese Glaswand, die halt ins Wohnzimmer geht, einfach so viel natürliches Licht. Und ich habe ja schon erzählt, natürliches Licht ist für Japandi halt einfach essentiell. Und deswegen, als wir hier eingezogen sind, war ich so verliebt in diese Wohnung, einfach weil das an sich halt schon so viel macht und so viel
ja, Helligkeit in diesen Raum bringt, der ja normalerweise komplett dunkel wäre, wenn eben diese ganzen Lichter hier nicht wären. Dann gehen wir jetzt ins Schlafzimmer. Und hier ist es vom Konzept her noch relativ ähnlich zum Flur, würde ich sagen. Also hier haben wir viel mit weißen Möbeln gearbeitet und ein bisschen halt auch Holzelemente. Also das hier zum Beispiel ist die gleiche Möbelreihe wie der eine Schrank im Flur, sag ich mal. Genau, und die dunklen Akzente haben wir hier vor allen Dingen natürlich durch diese dunkelblaue Wand reingebracht. Manchmal haben wir auch noch ein bisschen dunklere Bettwäsche, jetzt gerade ist sie hell. Genau, und Japan-Feeling haben wir in diesem Raum vor allen Dingen durch dieses Bild eingebaut. Das ist eine, ja, wie sagt man, Nachzeichnung von der Nelle von Kanagawa. Die hat Max seinen Opa gemacht und dadurch hat das nicht nur Japan-Bezug, sondern eben auch noch einen sentimentalen Wert sozusagen für uns. Genau, und das passt halt mit der Wand eigentlich auch dann ganz gut hier rein, weil da eben auch so die ähnlichen Farbtöne drin sind und so. Ich weiß nicht, wie es auf dem Video wirkt, aber tatsächlich ist dieser Raum gar nicht so groß, gerade wenn so ein Bett hier drin steht. Also das ist jetzt nur ein 1,60 Meter Bett. Ich weiß nicht, wie der Raum wirken würde, wenn man jetzt wirklich 1,80 Meter hätte. Und weil wir gedacht haben, damit der Raum nicht zu klein wirkt, wollen wir irgendwie einen großen Spiegel hier einbauen. Und das haben wir eben hier am Kleiderschrank gemacht. Also eine komplette Schiebetür ist eine Spiegeltür sozusagen. Und das hat für mich persönlich eigentlich auch so ein bisschen Japandi-Flair, weil eben bei Japandi oder generell halt auch im japanischen Stil, finde ich persönlich, immer viel damit gespielt wird, wie groß ein Raum ist und wie groß er wirkt. Und ich finde, durch den Spiegel wirkt dieser Raum hier einfach gleich nicht nur doppelt, sondern fast dreimal so groß, weil man eben nicht so das Gefühl hat, okay, hier ist jetzt direkt Schrank, Wand, alles beengend oder so, sondern es wirkt dadurch größer. Dann gehen wir jetzt einmal weiter in den nächsten Raum. Hier sind wir jetzt wieder im Flur und dann gehen wir hier rüber in diesen kleinen extra Flurbereich und kommen in dieses Zimmer, das wahrscheinlich bekannt und auch nicht so bekannt aussieht. Das hier war früher zu, ich sag mal, Homeoffice-Zeiten mein Büro. Seitdem Max und ich selbstständig sind, haben wir das alles ein bisschen umgebaut. Deswegen ist hier jetzt kein Schreibtisch mehr drin, sondern das ist jetzt nur noch ein Lese- bzw. Gästezimmer. Also hier haben wir eine Couch, die kann man dann ausziehen, da können Leute dann noch schlafen. Und ansonsten nutzen wir das halt irgendwie als zweites Chillzimmer. In diesem Raum haben wir uns vor allen Dingen auf Schwarz und Weiß konzentriert. Also die Möbel, die hier sind, sind insgesamt sehr zusammengewürfelt. Also die zum Beispiel, diese Kommode habe ich neu gekauft, während die anderen beiden Möbel, die ihr eben gesehen habt, die hatten wir halt noch aus vorherigen Wohnungen und dadurch ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Auch hier hinten steht noch ein Kleiderständer, der hier natürlich normalerweise nicht steht und den ich immer wegnehme, wenn ich Videos aufnehme. Aber auch den habe ich in Schwarz-Weiß angemalt, weil das halt einfach hier in diesem Raum besser reingepasst hat, weil wir hier nicht so viele Naturelemente haben. Dafür haben wir hier natürlich umso mehr Japan-Deko, also natürlich meine Videowand. Aber auch abseits davon haben wir hier halt so in dem Regal ein paar Sachen dekoriert, die mit Japan zu tun haben. Oder hier oben sind auch einige Sachen. Und ja, dadurch ist es insgesamt, hat es dann schon wieder ein bisschen Japani-Flair. Aber ich würde sagen, dieser Raum ist Interior Design technisch wahrscheinlich nicht der, den ich vorzeigen würde. Sagen wir es mal so. Dann gehen wir weiter in einen, ja, praktischen Raum, und zwar ein Badezimmer. Der ist jetzt Interior Design technisch natürlich nichts. Also es ist ein Badezimmer. Genau, also hier Toilette, Waschbecken und hier ist eine Dusche, die aber umfunktioniert wurde zu einem Abstellraum, den wir euch jetzt nicht zeigen, weil es ist sozusagen ein Abstellraum. Keine Sorge, wir duschen trotzdem. Es gibt nämlich noch ein zweites Badezimmer in dieser Wohnung. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ziemlich cool ist, so die Dusche und die Toilette extra zu haben, weil es so ein bisschen den Flair hat von dem japanischen Badezimmer, was ja auch mehrere Räume hat. Weil hier haben wir halt auch noch eine Badewanne, wo wir eigentlich duschen. Also hier ist ein Duschkopf, ne? Und da drüben duschen wir nicht. Oder hier baden wir auch. Und ich dachte eigentlich anfangs, dass das voll cool ist, dass das getrennt ist, also die Dusche, dass man so ein bisschen so wie im Japanischen so sich zuerst duscht und dann kann man halt baden gehen und man ist halt sauber beim Baden und das Badewasser können
ohne Bedenken mehrere Leute nutzen und bla 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 bla. Also halt so ein bisschen das Bad so zu nutzen, wie es halt in Japan genutzt wird. Aber es hat sich halt einfach nicht durchgesetzt, weil es einfach nicht so praktisch angelegt ist wie in Japan. Einfach dadurch, weil es halt zwei extra Räume sind. Man müsste immer durch den Flur gehen. Außerdem brauchten wir eine Abstellkammer. Deswegen ist die Dusche da drüben jetzt halt eine Abstellkammer. Und wir duschen einfach hier. Ja, Praktikabilität im Leben oder so. Genau, dieses Badezimmer hier ist vielleicht ein bisschen mehr Japan hier, als es da drüben, aber auch nicht explizit. Also hier haben wir ein bisschen so wieder dunkle, weiße und Holztöne mit eingebaut mit diesem Regal. Hier ist auch noch ein passender kleiner Schrank dazu. Auch die Handtücher sind eher so in Naturfarben, aber ist jetzt nicht so, dass ich explizit gesagt habe, oh, unser Badezimmer muss nach Japan aussehen. Also ich finde, ein Badezimmer muss vor allem praktisch sein und das hier ist jetzt, auch wenn wir zwei Badezimmer haben, nicht unbedingt super viel Space. Also wenn man hier zu zweit drin steht, dann durch die zwei Waschbecken geht halt auch viel Platz verloren, auch wenn es praktisch ist. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist halt ein Badezimmer. Dann geht es jetzt weiter in einen Raum. Bevor wir ins Wohnzimmer kommen, gibt es hier noch einen Raum. Denn es ist eine Vierraumwohnung. Und zwar ist das hier früher Max sein Homeoffice-Bereich gewesen, beziehungsweise hatten wir damals die Schlafcouch hier noch stehen. Dann war das hier halt sein Büro plus Gästezimmer und drüben war halt eben nur mein Büro, weil das halt kleiner ist. Jetzt, wo wir selbstständig sind, haben wir das Ganze natürlich, wie gesagt, umgebaut und jetzt arbeiten wir hier zusammen. Deswegen haben wir hier zwei Arbeitsplätze. In dem Raum haben wir uns, was neue Möbel vor allen Dingen angeht, auch sehr darauf fokussiert, mit Weiß und Holz wieder zu arbeiten. Also man merkt es schon, dieses Möbelstück ist aus der gleichen Möbelreihe wie die anderen beiden im Schlafzimmer und im Flur. Ist auch ein nices Möbelstück. Ich mag es total. Den Tisch hat Max sich dann auch noch passend dazu mal bestellt. Ansonsten, was die Möbel hier drüben angeht, also vor allem dieser Schrank, der jetzt eher zum Beispiel ein bisschen das Dunkle mit in diesen Raum reinbringt, ist das halt ein Schrank, den wir von vorher noch hatten und den wir einfach behalten haben. Einen anderen dunklen Akzent in diesem Raum haben wir noch durch diese Wand hier eingebaut. Die sieht jetzt ein bisschen blau aus, das ist aber nur durch die RGB-Beleuchtung. Eigentlich ist die Wand grau. Und dann haben wir eben zusätzlich dazu in diesen Raum noch ein bisschen Japan-Deko eingebaut. Wie halt Max seine JDM-Tomika oder hier hängen Sushi-Magneten. Oder hier hinten habe ich jetzt noch die Kanji, das sind Aprikosenklang, ne? Und insgesamt ist dadurch dieser Raum hier eigentlich ein ganz cooler Raum geworden, um inspiriert zu arbeiten. Also das haben wir schon echt gut hinbekommen. Hier ist jetzt auch noch der Gaming-PC, an dem ich ein paar Mal gestreamt habe. Aktuell streame ich nicht so viel, aber wir nutzen den trotzdem noch zum Zocken. Und ja, das ist hier sozusagen der Zock-Arbeitsplatz. Nein, das macht keinen Sinn. Der Zockplatz. Ja, der Platz zum Zocken, getrennt vom Platz zum Arbeiten, genau. Damit man auch auf sein Leben klarkommt, wenn man abschalten will. Ich persönlich finde in diesem Raum eigentlich ganz witzig, dass die linke Seite schon irgendwie ziemlich Japani aussieht, wenn man das so insgesamt sieht. Also vor allen Dingen dafür, dass es ein Büro ist und die rechte Seite aber dafür umso mehr einfach nur nach Tech-Büro oder so aussieht. Also das ist so wie, als würde man eine Grenze in diesen Raum ziehen. Und dann gehen wir jetzt einmal durchs Wohnzimmer durch, aber noch nicht ins Wohnzimmer rein, denn wir gehen erstmal kurz in die Küche. Zu der Küche kann man eigentlich nur sagen, es ist halt eine Küche. Sie ist nicht besonders groß. Sie war hier schon in der Wohnung drin, also darüber waren wir auch sehr froh, weil eine Küche hätte ich einfach nicht kaufen wollen. Und ich mag diese Küche, sie ist super praktisch angelegt. Sie ist jetzt nicht die schönste, aber darum geht es mir bei einer Küche auch nicht. Ich finde, das Wichtigste an dieser Küche ist tatsächlich, dass sie A, eine Tür hat, die man zumachen kann, weil ich finde es total schrecklich, wenn man irgendwie kocht und die ganze Wohnung riecht nach dem, was man gekocht hat. Und B, hat sie ein Fenster, damit man den Geruch, wenn er hier drin ist, auch wieder rauskriegt. So. Und wenn wir hier jetzt gerade mal schon so stehen, dann haben wir hier das Highlight der Küche. dieses Regal habe ich schon, als wir die Wohnung das erste Mal besichtigt haben, definiert als, das wird mein Teezeremonie-Utensilienregal. Und wir haben in dieses Regal sogar noch weitere Regalbretter eingebaut, damit ich hier noch mehr Zeug reinmachen kann. Und hier habe ich so ein bisschen sozusagen meine Teezeremonie-Utensilien ja einfach da, wie sagt man, displayed? Und griffbereit. Was heißt displayed auf Deutsch? Zur Schau gestellt? Zur Schau gestellt, ja. Also einfach so, dass sie da sind, dass sie griffbereit sind. Das wird
aktuell schon wieder ein bisschen eng. Und eine Sache, die Anne macht, die ich bis heute nicht verstehe, sie hebt alle Dosen von Matcha auf und die stehen hier oben drin. Ja, mach wieder zu. Ja, so weiß man immer, was man schon getrunken hat. Und jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer haben wir uns tatsächlich auch, ausgehend von den Möbeln, die wir noch hatten, eher auf so das Thema Schwarz und Weiß konzentriert, was die Möbel angeht. Also ihr seht es vielleicht hier, der Tisch ist weiß, die Stühle sind schwarz. Oder hier zum Beispiel dieses Lowboard, das ist auch schwarz-weiß. Das sind halt einfach Sachen gewesen, die hatten wir noch und die wollten wir jetzt nicht irgendwie komplett ersetzen und haben halt versucht, da drumherum zu arbeiten und haben eben dann mit verschiedenen Sachen versucht, wieder so diese Naturelemente mit reinzubekommen. Also einmal durch die ganzen Pflanzen, die hier sind. Aktuell sind es gar nicht so viele, es waren zwischendrin schon mal einige mehr, aber mein grüner Daumen ist aktuell nicht so gut. Aber auch durch so Sachen wie diese Aufleger hier oder eben dieses Regal, wo halt auch wieder ein bisschen Holz mit drin ist, haben wir das eben wieder versucht, so ein bisschen mehr Richtung Japani zu kriegen. Oder auch hier mit dieser Tatami-Matte, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum die da liegt. Zusätzlich zu den Naturelementen haben wir jetzt sehr stark versucht, so ein bisschen Japan-Flair mit reinzubringen. Ich finde, dass das Regal hier da sehr viel tut. Also ich habe sehr lange geguckt, irgendwie so ein rundes Regal zu finden, was so verschiedene Stufen hat. Weil mich persönlich erinnert das sehr an so ein rundes Fenster, was es zum Beispiel in so traditionelleren japanischen Häusern oder ab und zu auch in einem Tempel mal gibt. Und das, natürlich sieht es nicht eins zu eins so aus, aber es gibt so ein bisschen den Flair und dekoriert mit japanischen Sachen. Sieht das eigentlich ganz cool aus. Also aktuell haben wir nicht ganz so viel Deko da drin, das wechselt immer mal. Und das macht aber schon viel her, finde ich persönlich. Und ein anderes Highlight ist dann auch der Haodi, den wir hingehängt haben. Der bringt auch einerseits nochmal an diese Ecke so ein bisschen das Dunkle mit rein und andererseits eben auch sehr viel Japan-Flair. Das Einzige, was tatsächlich überhaupt nicht hier reinpasst, ist diese Stehlampe. Aber die hatten wir halt einfach immer noch und haben wir nie ausgetauscht. Das coolste Möbelstück in diesem Raum, finde ich persönlich, ist aber diese Kommode hier. Das war eigentlich mal ein Wandregal, was in Max seiner alten Wohnung hing, was wir dann umgebaut haben. Und zwar haben wir hier so diese Schließmechanismen-Dinger. Also die hatten wir noch und die haben wir einfach dran gebaut. Aber wir mussten dafür auch hier so diese Platte ausstanzen und alles. Aber es hat am Ende gut funktioniert. Es sieht total schick aus. Diese Füße haben wir noch dran geschraubt. Und ich finde, es passt einfach perfekt in diese Ecke. Und füllt diese Ecke hier mega gut aus, weil ich hätte gar nicht gewusst, was sie sonst hier mit dieser Ecke gemacht haben. Also auf dem Grundriss der Wohnung ist hier irgendwie ein Schreibtisch, aber das Fenster ist so niedrig, dass man hier keinen Schreibtisch hinstellen kann. Deswegen ist dieses Regal perfekt. Und hier liegt jetzt diese Roll-Tatami-Matte. Auf dieser Tatami-Matte übe ich immer meine Teezeremonie-Sachen. Und dadurch hat sie halt einerseits so ein bisschen den Ich-bringe-Holz-Flair mit rein nutzen und gleichzeitig aber auch einen praktischen Nutzen, weil ich sie benutzen kann zum Üben oder um schöne Fotos zu machen und sowas. Und deswegen liegt die hier, weil wir sonst nicht wussten, was wir mit diesem awkward gewinkelten Space im Wohnzimmer anfangen sollen. Und ein letztes Japan-Detail, das wir hier auch erst vor kurzem im Wohnzimmer angebracht haben, sind diese Bilder hier oben. Tatsächlich sehen die fancier aus, als sie wahrscheinlich sind, wenn ich euch erzähle, was hinter diesen Bildern steckt. Und zwar gab es bei Idee so einen Blog mit, ja, ich sag mal, Japan-Motiven. Also da waren auch ein bisschen seltsame Motive zwischendrin, aber es waren schon einige Japan-Motive und Muster dabei. Und ich habe einfach diesen Block gekauft. Also eigentlich ist es Bastelpapier, ne? Und ich habe diesen Block gekauft und gesagt, hey, lasst uns einfach Bilderrahmen kaufen, wo das reinpasst und das dann aufhängen, so als Bilder, Collage. Naja, Collage ist nicht, aber halt als Komposition. Und here we are. Und es sieht fucking amazing aus. Und es wirkt so gut auf dieser Wand. Und ich glaube, ein letzter Punkt zum Wohnzimmer, der noch sehr, sehr wichtig ist, sind halt einfach die riesigen Fenster. Ihr habt es jetzt sicherlich bei den Aufnahmen hier und da immer schon mal gesehen. Wir haben einfach hier zwei Seiten, wo wir sehr große Fenster haben. Und halt auch durch alle anderen Gegebenheiten dieses Raumes ist hier super viel natürliches Licht und das ist richtig schön. Und das ist die Art und Weise, wie wir versucht haben, Japandi in unserer Wohnung umzusetzen. Ihr könnt uns ja gerne mal wissen lassen, ob ihr findet, dass uns das gut gelungen ist. Wir sind keine Innenarchitekteure, wir hatten einfach nur Spaß daran, unsere Wohnung für uns ästhetisch einzurichten.
Und ich finde, wir haben das ganz gut hinbekommen. Natürlich war das Ganze geprägt von Möbeln, die wir zum Beispiel aus vorherigen Wohnungen hatten oder eben Möbel, die einfach in unserem Preisbudget lagen. Wir wollten jetzt auch nicht komplett auf Designermäßig gehen. Das natürliche Licht in dieser Wohnung, das macht halt echt viel, damit der Stil insgesamt irgendwie ganz gut wirkt. Also da hatten wir eben mit der Wohnung an sich super viel Glück. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Solltet. Ich rede sehr gerne sehr viel über Japan und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.